Was geht ab, Freunde und Supporter? Euer Saubernstadt für euch mit einer neuen Folge zu Days Gone. Ich bin jetzt schon mal zurück ins Lager gefahren, wo wir jetzt die Mission weitermachen bzw. anfangen. Und ihr seid am Start, Freunde, was mich sehr freut. Vielen Dank dafür. Und wie immer natürlich an der Stelle, dickes Dankeschön für die Unterstützung an die aktiven Supporter. Gerne weiter unterstützen, Support ist kein Mod, ihr wisst Bescheid, genauso Support ist kein Mod auf meinen Social Media Seiten. Instagram, Twitter könnt ihr mir gerne folgen, kostenlos. Genauso wie auf Twitch, alles in der Videobeschreibung verlinkt. Checkt es gerne mal ab, wenn ihr Bock habt. Wir auf jeden Fall. Nice. So. Bin mal gespannt, wie es jetzt weitergeht. Wir müssen auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Vertrauen hier aufbauen, damit wir endlich mal die erste Stufe erreichen. Hey, ich wollte mal sehen, was der Faulpelz so treibt. Wie geht's, Boozman? Ist dir nicht langsam langweilig? Mann, Boozer. Hey, du darfst hier nicht rein, Deacon. Hey, was ist hier los? Wie geht's Ihnen? Er braucht Ruhe. Verarsch mich nicht, Eddie. Ich will wissen, wie es ihm geht. Mir geht's gut. Nicht gut. Mann, ist das kalt. Aber ich hab das Antibiotikum nicht genug. Das reicht nicht. Moment mal, du sagtest, wenn ich... Ich sagte, wir versuchen es. Jetzt können wir nur warten. Okay. In Ordnung. Nein, es muss noch irgendetwas geben, das ich tun kann. Ich könnte... Was? Du willst was kaputt hauen, ich sehe es in deinen Augen. Aber weißt du was? Mach das ruhig. Aber da draußen... Eddie, ich kann... Deke, mehr kannst du hier wirklich nicht tun. Bitte, geh nach Hause. Du schaffst das. Geh nach Hause, Deacon. Dick. Ja, das sind. Schafft er es? Ja, Schizo, er wird wieder. Er braucht nur ein paar Tage. Komm mit mir zu Lodge. Ich will dir was zeigen. Ich hab zu tun. Ich riskiere hier meinen Kopf. Vertrau mir. Okay, Moneyboy. Das willst du garantiert sehen. Hör mir zu. Vor ein paar Monaten kam dieser Drifter ins Camp und erzählte mir alles Mögliche. Dass er in Farewell am Flughafen gearbeitet hat, beim Bodenpersonal, als alles losging. Eines Abends haben sie ein Flugzeug aus Portland erwartet. Aber das kam nie an. Das Flugzeug hat was fürs Rote Kreuz transportiert. Das Rote Kreuz? Ja, kapierst du? Medikamente, Ärzte-Scheiß, ein ganzer Frachtraum voll. Vielleicht auch diese Anti... was auch immer. Antibiotika. Ja, genau sowas. Genau sowas. Wo? Hey, nicht so laut. Lass uns drinnen reden. Dieser Drifter, er arbeitet im Kontrollturm, als der Flieger vom Radar verschwindet. Puff, gerade noch da, plötzlich weg. Und zwar genau hier. Südlich von Mount Washington. Das hat er gesagt. War fast unversehrt. Ein kontrollierter Crash oder sowas. Die mussten mit anhören, wie der Pilot verblutet. Er hatte sich das Becken gebrochen. Okay, ihr habt also niemanden da rausgeschickt. Nein. Wieso nicht? Weil der alte Mann nicht wollte. Iron Mike war... ja, Ripper. Du lernst schnell. Alles westlich vom Iron Ridge hier gehört Carlos und seiner Truppe kahlköpfiger Freaks. Shit. Was passiert wohl, wenn sie dich schnappen? Fahr nach Norden, Bruder. Sonst stürzt Iron Mikes Vertrag mit Rest in Peace ab. Ja, schon klar, verstehe. Eine Frage noch. Warum erzählst du mir das? Oh, halt. Einen Scheißdreck erzähle ich dir. Merk dir das. Außerdem bist du ein Scheißdrifter. Was erwartest du? Soll ich hinter dir herlaufen wie ein Hündchen, dir den Arsch retten? Na gut. Ich hab zu tun, okay? Verstehe. Du bist eben ein aufrichtiger Kerl, richtig, Skizzo? Ich will einfach nur überleben. Wie alle anderen auch. Hey. Wir tun, was wir können. Am Ende ist das alles, was wir haben. Verstehst du, was ich meine? Ich verstehe sehr gut, Skizzo.
Halt das Funkgerät bereit. Ich melde mich. Oh, wir haben Stufe 1 erreicht. Nice. Okay. Okay. Money Boy für Arme. Ja, Skizzo, auf dich können wir immer ziehen. Oh, Scheiße. Und jetzt? Alles ist besser, als in diesem Drecksloch rumzuhängen. Tja. Skuskur. Ja, Mann. So, tja. Ich würde mal sagen, dann gehen wir erstmal zum Motorcycle Station und schauen mal, was wir da verbessern können vielleicht. Ja, müssen wir hin natürlich, wa? Müssen wir natürlich hin. Wie geht's dir? Ich schau mich nur um. Leistung. Steigert die Höchstgeschwindigkeit. Sollen wir uns das direkt holen? Komm, zack, bam. Hey, dein Bike sieht jetzt gut aus. Sah auch vorher schon gut aus. Jetzt ist es nur schneller. Warte. Lachgas, Alter, immer noch nicht. Sonst können wir nichts ausrüsten. Okay, was denn? Dann tankst du mal nach. Du brauchst echt viel Sprit, was? Ja, Mann! Klar, okay. Danke. Reparieren tue ich selber. So. Tschüss, Dick. Tschüss. So, was haben wir denn jetzt hier offen, Alter? Was ist denn hier los? Koblenz. Rede mit Koblenz, okay. Machen wir sofort. Ich gebe nur noch mal ganz kurz meine Beute ab hier. Dein Freund, oder? Ja. Mann, das ist echt ein Ding, was ihm passiert ist. Ja, ja, stimmt. Ich hab gehört, es war ein Ripper. Stimmt das? Die das gemacht haben, meine ich. Ja, es war ein Ripper. Hör zu, können wir einfach das Thema wechseln? Ja, okay. Ja, was labert er mich auch voll mit der Scheiße an? Hey, schön dich zu sehen. Hey, Lady. Was immer du willst, ich hab's. Nee, du hast eine Scheiße dabei. Ich ein bisschen Munition, Alter. Sicher ist sicher, oder? Sicher ist sicher, okay. Leute. Sehr gut. Yep. Wow. Naja, nee. Bist du heiß auf mich oder was direkt? Kann man verstehen. So, lass mal ganz kurz zur Küche gehen. Ich hoffe, es geht jetzt. Ich weiß nicht, beim letzten Mal ging's ja nicht. Oder bin ich an der falschen Stelle, Alter? Wo kann ich denn so auf die Küche zugreifen? Ach, hier. Mehr habe ich nicht. Ist doch immerhin etwas. 77 Vertrauen. So. Gut, zurück zum Bike. Und dann gehen wir mal zu Koblenz. Zum Koblenz Camp. Genau. Und dann wird uns Skizzo wahrscheinlich im Laufe der nächsten Mission ancallen. Was ist los mit dem, Alter? Fährt er immer noch seinen Gangsterfilm, oder was? Ja. So. Ja, cool, Alter, dass wir die erste Stufe erreicht haben. Ja gut, war ja nur 5000, war? 5000 war das. Jetzt sieht man, jetzt brauchen wir wieder 12.500 wie bei den anderen Camps. Naja. Ich habe gesehen, es gibt ein Trophäe, wenn man alle Camps irgendwie auf Stufe 2 oder so bringt, oder 1 oder so. Na, egal. Hey, St. John, hörst du mich? Ja, Skizzo, ich höre dich. Diese Sache, über die wir gesprochen haben, das dauert noch ein bisschen. Ich muss die Sicherheit an der Grenze zu Iron Butte überprüfen. Wegen der Ripper da unten, verstehst du? Nein, Skizzo, keine Ahnung, was du meinst. Warum erklärst du es mir nicht? Netter Versuch, Schlaumeier. Vergiss nicht, ich halte hier auch meinen Kopf hin. Ich will das nicht bereuen. Also gut, ich melde mich später. Und mach dich in der Zwischenzeit im Camp nützlich. Zeig, dass Iron Mike mal recht hatte. Ja, klar, was immer du sagst. Was immer du sagst. Ja, St. John, Ende. Ja, immer braucht man Sprit. Ja, immer braucht man Sprit, genau. Ja, ich schau nur. Ja,
Ich schau nur. Hallo. St. John, ich habe einen Job für dich. Cope. Manny soll an deinem Bike arbeiten? Nur unter einer Bedingung. Ich muss was für dich tun. Ja, schon klar. Ich will, dass du dich um ein Plünderer-Camp bei den verbrannten Hütten am Cascade Highway kümmerst. Weißt du, welche ich meine? Ja, das kenne ich. Funk mich an, wenn du Fragen hast. Okay, ernsthaft? Hey, wie läuft's? Na gut. Wie läuft's? Schissen. Schissen läuft's. Guck mal, er spricht einfach zwei Figuren gleichzeitig, ist unfassbar, Junge. Der hat einen Job auf Lebenszeit. Der hat einen Job auf Lebenszeit bei Sony, ohne Scheiß, Mann. Der ist so gepackt, Alter, das ist wie Beamter sein, ohne Scheiß. Boah, fuck, Alter, ich war jetzt so geflasht von ihm, dass er das so ein krasser Typ ist. Wow, was war das, Alter? Spider-Man-Move. Wie komme ich jetzt hier mit meinem Bike raus, ohne Witz jetzt? Kommt man hier mit seinem Bike raus? Oder ist es zu tief? Nee. Alles klar. Ja, die neue Power ist einfach zu viel für mich. Weißt du, was ich meine? Zieht euch das rein, Alter. Zieht euch das rein. Man merkt schon den Unterschied. Wir sind auf jeden Fall nochmal einen Ticken schneller, Mann. Na gut, dann nehmen wir halt mal eben das Lager auseinander. Genau umschauen. Ja. Es vibriert schon, aber. Okay. Was haben wir denn da? Weiter geht's. Es ist immer wieder die gleiche Animation bei sowas. Warte mal, ich nehme mein Bike mit, Alter. Wer ballert denn da, Alter? Ist das Rambo? Ich fahre jetzt zu diesem Drifter-Camp am Highway. Weißt du noch irgendwas darüber? Nicht viel. Sie folgten einem Versorgungstrupp. Ein bisschen zu dicht. Einer von uns sollte sie ausspionieren. Er kam nicht zurück. Hast du jemanden, der nach ihm sucht? Ja. Einen Mann namens Deacon St. John. Cope Ende. Alles klar. Das kann ich brauchen. Ja, das kann ich brauchen, aber wo ist denn der Punkt, den ich untersuchen soll? Wir kommen der Sache näher? Da unten. Na gut. Wo? Na, also. Okay. Okay. Schauen wir mal, ob wir ihn finden. Leben, meine ich natürlich. Ich höre sie schon, aber hier vibriert es auch, als wenn ich hier noch was untersuchen müsste, weißt du? Das ist es. Das ist es, oder? Kann ich direkt dahin gehen, oder? Muss ich jetzt hier noch was untersuchen, weil es übelst vibriert, oder kann ich direkt schon hinlatschen? Ich latsche direkt schon hin. Wie gefällt dir das? Ach, so eine Scheiße! Ach, Mann, ey! Der ist in die Büsche da! Der ist in die Büsche da! Ja, und ihn habe ich auch erwischt. Und dich auch. Scheiß Fallen immer, Alter. Ich latsche auch in jede Falle, die es gibt, ey. Ja.
Aufhören! Aufhören! Jetzt sei still, ich bin dich los. Was? Was? Du bist nicht... Copeland schickt mich. Komm schon, steh auf. Oh mein Gott, danke. Komm schon. Sie haben uns verfolgt bei der Beutejagd. Ich wusste nicht weiter. Hey, sei still. Kannst du laufen? Was? Ja, ja. Na dann los, lauf. Danke. Ich sag Copeland, was du getan hast. Alles klar, mach das. Jawohl. Boah, was? 4000 Vertrauen. Zack, Stufe erhöht. Weißt Bescheid, Brudi. So schnell kann's gehen, ne? Okay, und jetzt? Zurück zum Motorrad. Erstmal. Ein paar Pilze mitnehmen. Gut. Ja, das war ja nur so eine Befreiungsaktion. Befreiungsaktion. Skizo hat uns auch nur angerufen, um uns anzurufen, ne? Ach, guck mal, hier haben wir auch noch was zu tun. Schnellreise. Zack, direkt Schnellreise hin. Ja. Cool. Cool, cool, cool. Haben wir in einer Folge zwei Stufen erhöht in zwei Camps. Ja. Jeweils eine Stufe, meine ich natürlich. Ihr wisst Bescheid. Wie weit sind wir denn eigentlich bei Tucker? Cole, ich hab deinen Namen. Lebt er noch? Gerade so. Er ist zu Fuß auf dem Rückweg. Vielleicht schickst du dich. Mach ich. Danke, St. John. Copeland Ende. Rede mit Tuck. Hey, wie geht's? Hey, was geht? Sammy. Alles sauber bei dir? Bis bald. Bis bald? Warte mal. Suchst du was bestimmt? Nein, Mann. Okay. Tu ich nicht. Wir sehen uns. Naja. So, gut, dann labern wir mal eben noch mit ihr. Sorry, Leute, sorry. Der Wendekreis ist doch größer als gedacht. Ja, what the fuck? Wie, was möchte ich? Alter, du wolltest doch von mir irgendwas. Dick, es gibt ein Problem. Ja, Tuck, was gibt's? Alkai hat doch von Rippern erzählt, die zu uns unterwegs sind. Ich erinnere mich, er sagte, er hat nicht versucht, sie aufzuhalten. Tja, sie haben Hot Springs ausgekundschaftet. Ein paar Leute sind ihnen zu ihrem Camp gefolgt. In den Felsen südlich der Twin Craters. Mach dir keine Sorgen, ich kümmere mich darum. Da ist noch eine Rechnung offen. Eine Rechnung? Hey. Nein. Wovon nein, redest du denn ich da? Ich arbeite hier schon. Okay. Schon gut. Okay. Scheiße. Aufhören. Alter, warum verkloppen die den denn? Mach einfach deinen Job, dann ist es okay. Okay. Na gut. Hey, wie geht's? Na gut. Okay. So, was hast du denn jetzt hier, geiles Mann? Durchschlagskraft, auch nicht viel höher, Mann. Handfeuerwaffeln, ist auch nicht viel besser. Feuerrad, Schaden aber höher. Schlechter Zustand, ist auch scheiße irgendwie, wa? Ich dachte, jetzt hätten wir mal ein bisschen was Besseres. Ach, guck mal hier, Spezialschalldämpfer, Medikit. Na gut. Okay, Freunde, wisst ihr was? Bevor wir die nächste Mission angehen, machen wir jetzt hier erstmal Schluss. Ja, beim nächsten Mal machen wir dann weiter. Wir haben ja auch auf jeden Fall ein bisschen was gesehen in der Folge. Ich danke fürs Zusehen. Ihr wisst ja, bewerten, kommentieren nicht vergessen. Videobeschreibung abchecken. Support ist kein Mord, Freunde. Danke dafür. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.